Wir sitzen hier vor diesem SHW-Experimentalwagen von 1925, der sich nur in diesem einzigen Exemplar bis heute erhalten hat. Und dieses Fahrzeug steht gerade in unserer aktuellen Wechselausstellung Into the Deep, Minen der Zukunft, die wir hier im Zeppelin-Museum bis zum 5. November zeigen werden. Dieser SHW-Experimentalwagen steht in unserer aktuellen Wechselausstellung in dem Bereich, der sich mit dem Thema Aluminium beschäftigt. Und er steht hier, weil er für eine ganz wichtige Entwicklung in der Geschichte des Zeppelin-Konzerns steht, nämlich der Umorientierung nach dem Ersten Weltkrieg weg von der Luftfahrt, die durch die Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages zuerst mal verboten war, hin zu anderen Anwendungen der Kernkompetenzen dieses Konzerns. Die waren Aerodynamik, Antriebstechnik und hier in unserem Fall Leichtmetallbau aus der Gerippeentwicklung der Luftschiffe. Und der Konzern hat es eben geschafft, mit diesen Kernkompetenzen sich neue Märkte zu erschließen. Und so entstanden hier eben sehr innovative Produkte, wie eben auch dieses Automobil mit einer Leichtmetallkarosserie aus Duralumin, also dem Material, aus dem die Luftschiffgerippe gebaut wurden. Und das ist eine der allerersten freitragenden Karosserien. Das heißt, die Karosserie ist nicht wie es damals im Autobau eben üblich war, auf einen relativ schweren Rahmen, einen Leiterrahmen aus Stahlprofilen aufgesetzt, wo man dann eben Motor und Getriebe integriert und dann die Karosserie quasi überstülpt, sondern hier ist die Karosserie ein Hohlkörper, der aufgebaut ist wie ein Flugzeugrumpf, der auch sehr, sehr eine hohe Steifigkeit hat und in den dann sozusagen die ganze Technik wie der Einzelrad, die Einzelradaufhängung, die Vierradbremse, die Lenkung, das Getriebe integriert ist. Und dadurch war es natürlich eben auch möglich, in dieser Zeit dieses Auto sensationell leicht zu bauen. Das heißt, der Wagen hat eine Leermasse von etwa 700 Kilogramm und ist mit einem doch relativ schwachen Motor, mit einer Leistung von 36 PS, in der Lage, 110 km/h zu fahren. Und das war eben vor allem möglich aus dieser Leichtmetalltechnologie, die eben aus der Luftfahrttechnik und aus dem Luftschiffbau kam. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wofür steht denn das Kürzel SHW, das heute als Automarke kein Mensch mehr kennt? SHW steht für Schwäbische Hüttenwerke Wasseralfingen. Und dieses Unternehmen wurde 1921 quasi neu gegründet und hat aber seine sehr alten Wurzeln in der jahrhundertealten Tradition des Eisenerzabbaus und der Eisenverhüttung auf der Schwäbischen Ostalb. Und diese Schwäbischen Hüttenwerke haben nach dem Ersten Weltkrieg, wie viele anderen Unternehmen auch, eine Zukunftsperspektive in der Entwicklung eines kleinen und quasi erschwinglichen Automobils gesucht. Und das wurde nun dieser SHW-Wagen. Dafür hat SHW Anteile eines aufgelassenen Flugzeugwerkes auf dem Böblinger Flughafen erworben, wo eigentlich geplant war, kleine Motoren und Landmaschinen zu bauen, also kleine Traktoren und solche Dinge. Und der Leiter dieses Werkes war Wunibald Kamm, der sich dann in den 30er Jahren zu einem der einflussreichsten Automobiltechniker in Deutschland, vor allem auf dem Bereich der Stromlinienforschung, aber eben nicht nur, entwickelt hat. Und das ist das zweite Auto, das Kamm sozusagen in seinem Leben konstruiert hat. Und das Besondere an dem Wagen ist der hohe Innovationsgehalt, der sich aber daraus ableitet, und das ist ja bei Innovationen eigentlich immer so, dass die einzelnen Komponenten, die hier verbaut sind, nicht unbedingt alle ganz brandneu sind, aber die Kombination eben etwas sehr Spezielles und etwas sehr, sehr Innovatives einfach ergibt. Und von diesem Fahrzeug wurden dann drei Prototypen gebaut, die auch nochmal in ihren technischen Komponenten unterschiedlich waren. Also man hat da nochmal Varianten durchprobiert, die auch von den Karosserieformen unterschiedlich waren. Zwei dieser Prototypen wurden dann 1925 auf der großen Automobilausstellung in Berlin vorgestellt und wurden auch von der Presse und dem Publikum sehr gut aufgenommen, aufgrund der cleveren Konstruktion, auch aufgrund der guten Fahrleistungen, die die Fahrzeuge hatten. Aber SHW hat schon im Folgejahr den Mut verloren, weil natürlich auch noch die Entwicklungskosten, die in diese Prototypen zu stecken gewesen wären, um zu einer wirklichen Serie zu kommen, ganz erheblich gewesen wären.
Auch der Markt für sein Auto, auch ein kleines Auto, war ein Luxusgut, das quasi unerschwinglich war für die allermeisten Menschen. Also der Markt war zu unsicher und SAW hat das Projekt eben dann nach sehr kurzer Zeit wieder eingestampft. Interessant ist jetzt, dass von diesen drei Prototypen eben nur ein Fahrzeug bis heute überlebt hat. Und das ist genau der hier, der bei uns jetzt steht. Die beiden anderen wurden, es ist nicht wirklich belegt, man weiß es nicht genau, aber halt irgendwann mal einfach verschrottet und zerlegt. Und diesen einen Wagen, den fuhr Wunibald Kamm persönlich, auch auf Privatreisen, aber er hat ihn sicher auch als Testobjekt verwendet, auf Langstreckenfahrten, hat relativ viele Kilometer dann damit gefahren. Und diesen Wagen fuhr er bis 1932. Und Kamm wurde ja dann 1936 beauftragt, die völlig neu zu etablierende Automobilabteilung im Deutschen Museum konzeptionell aufzubauen und zu entwickeln. Und das ist sehr interessant, dass im Deutschen Museum eigentlich vorher das Automobil keine wirklich tragende Rolle gespielt hat. Aber Mitte der 30er Jahre wurde eine Automobilausstellung eben sehr wichtig, weil sie natürlich eben auch in das nationalsozialistische Propagandakonzept des Reichsautobahnbaus oder der Favorisierung des Automobils und der individuellen Mobilität eben auch aus rüstungspolitischen Gründen notwendig war. Und diese Automobilausstellung wurde auch von Hitler persönlich angeschoben. Der wollte die auch unbedingt. Und Kamm wurde beauftragt, diese Abteilung aufzubauen. Kamm brachte nun sicher auch um seiner eigenen Geschichte und seiner eigenen Leistung, die er mit diesem Auto vollbracht hat, auch ein Denkmal zu setzen und gab dieses Auto nun in diese Abteilung des Deutschen Museums. Das Erste, was man gemacht hat, war, dass man den Wagen auf der Fahrerseite, also auf der linken Seite, komplett aufschnitt. Das heißt, die Karosserie komplett entfernte, um eben auch dieses interessante Innenleben, diese steife Struktur, diese clevere Bauweise dieser freitragenden Karosserie offenzulegen und zu zeigen. 1944 hat das Deutsche Museum dann sehr viele Objekte ausgelagert von dem Standort Museumsinsel, um sie eben vor den alliierten Bombenangriffen in Sicherheit zu bringen. So auch diesen SHW-Wagen, der dann den Zweiten Weltkrieg auf diesem Wege überlebte. Nach dem Krieg gab das Deutsche Museum den Wagen zurück an die Schwäbischen Hüttenwerke Wasseralfingen. Und SHW stellte diesen Wagen in das Foyer der Ingenieurschule in Aalen als Anschauungsobjekt, aber vermutlich diente der eben dann auch so als Frühstücksbank für Studierende und hat dann auch immer mehr gelitten und der Zustand verschlechterte sich zusehends. Und dann kam der Wagen Anfang der 80er Jahre wieder ins Deutsche Museum zurück und wurde von BMW in München, in der Lehrlingswerkstatt von BMW, umfassend restauriert. Der fehlende Karosserieteil wurde rekonstruiert und der Wagen wurde komplett in dem Zustand, wie er heute wieder vor uns steht, aufgebaut und war dann in den 80er Jahren im Deutschen Museum auf der Museumsinsel, also auf dem Standort, der seit 1925 bezogen wurde, zu sehen. Und es gab zwei Autos, die immer in der Luftfahrtausstellung standen in dieser Zeit. Das war der hier und das berühmte Rumpler-Tropfen-Auto. Und das steht eben für die Geschichte, dass eben zwei wichtige Impulse aus der Luftfahrttechnik, nämlich der Leichtmetallbau und die Aerodynamik, wichtige Impulse geliefert haben, die aus der Luftfahrttechnik in den Automobilbau eingeflossen sind. Und das sind ja Entwicklungen, die ja natürlich bis heute absolut beide wirksam geblieben sind. Wenn man sich jetzt dieses Auto von außen anschaut, dann fällt natürlich als Erstes die unlackierte, blanke Aluminiumkarosserie mit diesen Nieten auf. Die ganze Karosserie ist aus Aluminiumblechen zusammengenietet und so entsteht eben nun dieser sehr steife Hohlkörper, der funktioniert wie ein Flugzeugrumpf und aus dem dann quasi Aussparungen für Türen oder für den Motorraum rausgeschnitten sind. Und das ist ja das Tolle an dieser freitragenden Karosserie, dass alle Teile wie die Einzelradaufhängung, das Getriebe, der Motor in diesen Hohlkörper integriert sind. Also ich habe das ja vorhin gesagt, dass man diesen schweren Rahmen nicht mehr braucht und dass man so einfach so ein Automobil auch gewichtsmäßig unglaublich reduzieren kann. Wenn man jetzt so davor steht und die Nase des Autos mit dem Hinterteil vergleicht, dann ist es für mich immer so ein formaler Bruch.
Also vorne habe ich diesen sehr breiten und sehr wuchtigen Wasserkühler, den ich natürlich brauche. Hinten habe ich einen sehr harmonischen, abgerundeten Abschluss. Und Cam hat sich auch bemüht, eben zum Beispiel den Kofferraum in diesen harmonischen Abschluss zu integrieren. Es gibt unten noch eine auch integrierte geschlossene Klappe, in der dann das Ersatzrad untergebracht ist. Und daran wird aber auch deutlich der Prototypencharakter dieses Fahrzeugs. Also man war noch am Entwickeln, am sich vortasten. Und Cam hätte dann für eine Serie auch geplant, das Fahrzeug von der Wasser- auf eine Luftkühlung umzustellen. Und das hätte es dann eben auch ermöglicht, diesen sehr kantigen Vorbau, diesen sehr kantigen Motorraum eben auch etwas ausgerundeter und etwas passender zum Hinterteil sozusagen zu gestalten. Dann gibt es unendlich viele interessante Details, also natürlich jedem sofort ins Auge fällt, wenn man davor steht, der Benzintank, der zwischen den beiden Sitzbänken integriert ist. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass der Wagen sehr klein und kompakt ist, dass der Innenraum sehr begrenzt ist und dass es im Grunde keinen anderen Platz für diesen Benzintank gab als diesen. An der Lenkung ist ein ZF-Symbol erkennbar und das ist der Vorwahlhebel für das Viergang-Soden-ZF-Getriebe, das die ZF nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt hat, um es sozusagen auch als Standardgetriebe der Automobilindustrie zur Verfügung zu stellen. Also es gibt sozusagen zwei Friedrichshafener Blickwinkel auf dieses Fahrzeug, die Leichtmetallkarosserie und eben dieses ZF-Getriebe, was eben dafür steht, dass die ZF wie die anderen Unternehmen auch des Zeppelin-Konzerns nach dem Ende des Ersten Weltkriegs neue Wege gehen mussten. Die ZF ist für Zahnräder gegründet worden und für alle möglichen Fahrzeuggetriebe. Aber nach der Gründung 1915 waren es im Ersten Weltkrieg nur Komponenten für die Luftfahrt, also Getriebe für Luftschiffe und für Flugzeuge. Und auch die ZF hatte dann aufgrund dieses Know-hows die Möglichkeit, nach dem Ersten Weltkrieg sich als Automobilzulieferer und Entwickler von Automobilkomponenten auf sehr hohem Niveau zu etablieren. Und das ist das, was ja das Unternehmen bis heute prägt. Und aus diesem Grund haben wir vor Weihnachten eine Leihanfrage an das Deutsche Museum in München gestellt, weil der Wagen seit einigen Jahren eben auch dort nicht dauerhaft ausgestellt ist, sondern in einem Depot steht. Und das wurde dort von Anfang an sehr positiv bewertet und ging dann seinen Gang. Und wir waren dann sehr glücklich, als der Wagen im März dann tatsächlich physisch hier aufgeschlagen ist und entladen werden konnte. Und das ist natürlich eben auch ein Objekt, das eine wichtige Schlüsselfunktion einnehmen wird bei unseren Erweiterungsplänen. Das heißt, wenn das Kunstgebäude hier nebenan gebaut wird, im Hafenbahnhof mehr Fläche für die Technikgeschichte und für die Innovationsgeschichte dieses Standorts bereitstehen wird, dann werden wir natürlich mit diesem Auto auch arbeiten. Der Leihvertrag läuft immer für 3 Jahre. Also jetzt ist er 3 Jahre hier, kann dann weiter verlängert werden. Und mit diesem Objekt werden wir arbeiten. Das wird eine wichtige Schlüsselfunktion einnehmen. Der SHW-Wagen steht in unserer Ausstellung Into the Deep Minen der Zukunft noch bis zum 5. November. Und dann freuen wir uns auch noch ganz besonders, dass am 19. Oktober Dr. Lukas Breitwieser, mein Kollege aus dem Deutschen Museum, der dort den Landverkehr betreut und für den Landverkehr zuständig ist, hier bei uns einen umfassenden Vortrag über dieses Fahrzeug halten wird, in dem man alles erfährt und indem man alle Fragen stellen kann, die einen zu diesem Fahrzeug noch bewegen. Also merkt euch das im Kalender vor. Es wird sicher ein sehr spannender Abend.